So, Freunde, herzlich willkommen zurück. Beim letzten Crash hat es mir dann leider gereicht. Hat irgendwas mit der Übertragung zum Tun gehabt. Okay, aber wir haben uns nämlich einen Schrein gesehen. Der war hier gleich in der Nähe. Und den holen wir uns natürlich jetzt auch. Das war jetzt einfach gar nicht deutsch. Den holen wir uns jetzt natürlich auch. Wo rennt denn eigentlich hin? Oh, 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 oh. Das kann in die Hose gehen, Mann. Feuerfrucht, Mann. So, auf den Ball haben wir jetzt auch noch kurz mal drauf. Schießen, Alter, mit meinem Bogen. Alter, Holzbogen, den wir mal. Sehr gut. Oh. Den kann man übrigens leichter kriegen, indem man die Zeit anhält. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, dass ihr die Zeit einfach anhaltet. Da gibt es diesen Move, aber ich weiß noch, ob ich den schon gelernt habe. Aber ich glaube halt eben nicht. Dann kannst du dann einfach das markieren und dann jumpen. Dann wird die Zeit langsamer und du kannst halt öfters draufballern und die Rupis holen. Aber ich sage, wir gehen zum nächsten Schrein. Nachdem wir uns die Höhle da angeschaut haben. Ja, Zelda ist halt einfach. Man kann in so einem Video halt nicht linear planen, muss ich schon sagen. What the fuck? Oh! Der Farmbräune, Mann, okay. Dann dein Problem da oben. Modifizieren wir mal. Horrorblind. Das droppt mal. Ist halt riesig, Mann. Die Waffe ist halt echt gut. Aber ich würde sie halt jetzt ungern aufbrauchen. Was ist denn das für ein Teil, Mann? Leuchtpilz, okay. Das geht sich aus. Das ist einfach ein Steak, Mann. Ja, wir hätten doch einfach runterballern können, ganz ehrlich gesagt. Also anzünden und runterfallen lassen. Ein Reiseschwert, okay. Ich weiß gar nicht, ob die Viecher dann aggressiv sind. Weg ist er.
Okay, der hat sonst eh nichts anderes gedroppt. Schauen wir hier nochmal rechts um die Ecke. Weil da haben wir auch noch ein paar Holzpilze. Reisebogen. Gut. Ja, da begeben wir uns mal zum ersten Schrein. Ob ich da einfach durchlaufen kann, ist halt die Frage. Da kurz was einstellen. So. Jetzt soll es wieder gehen. So ein bisschen so eine leggy Scheiße an Gott. Na, muss aufhören, die ganzen Sachen hier aufzunehmen. Ey. Ja, da ist ein so ein Heißluftballon. Und da hinten sind ein paar Pferdchen. Im Endeffekt ist ein Schrein aber eine Prüfung über die Fähigkeiten, die du halt schon gelernt hast. Mehr ist es halt nicht. Formenrätsel. Na, wir brauchen den hier. Aus. Hier haben wir nichts vergessen. Gut, dann geht's weiter. Na. Sehr gut. Wo oben ist mein nächster? Okay, das nächste Rätsel. Kinderarbeit gerade. Ah. Oh. Ah, da kann ich jetzt aufklettern. Interessant. Schon, das geht sich nicht aus.
Ja, da kommen wir eh durch, aber hier möchte ich rauf. Da komme ich halt eben da oben rauf. Ja, das sollte ich eigentlich ganz schnell probieren. Das wird sich nicht ausgehen. Machen wir das so. Vielleicht funktioniert das so. So, da kommen wir wieder rauf. Dann geht er hoch. Und dann geht er hier rüber. Und dann springen wir da wieder ab. Und dann geht er da wieder zurück. Dropped. Komme ich jetzt nicht raus oder was? Okay. Er geht darüber und haut mir auf die Fresse, Alter. Okay, wir machen es nochmal. Oder nee, wir machen es so. Wir machen eine neue Technik. So, wir machen den da, geht dann drauf. Dann geht er hier rüber. Dann dreht er sich einmal. Und geht nicht dahin. Das wird hier nicht ausgehen. Geht da was so hin und dann geht er zurück, geht halt wieder da rein. Okay, also gut, mach das mal. Ah, ist er? Sehr cool. Man muss halt ein bisschen kreativ werden, Alter. So, und jetzt müssen wir schauen, wie wir das Ganze durchkriegen. Dass ich immer drehen oder was? Ah. Ah. Geht auch ganz gut. Nee, warte mal.
bisschen dahinter platzieren. Ich bin eigentlich schon am Ende von diesem Rätsel, aber die Steuerung verarscht mich gerade einfach richtig. Halt oben da drauf. Was wenn wir so machen? Wir nutzen halt das Ding wie einen Aufzug. Okay. Ganz gut. Wir setzen uns sonst für das wird mir erstmal genannt, und wenn du sie berührst, wirst du überrascht. Oh no. Felsbrocken haben wir. So. Jetzt war's aber. Ha, da war's runtergefallen, ne? Leuchte werden sie sonst, bla bla. Oh. Okay. Oh. Kein Problem. Ich dachte, vielleicht kann man das einfach so loslösen, aber anscheinend nicht. Oh shit. Ich weiß, da ist gar nicht. Oh fuck. Stehen, Mann. Ja. Ah, nice. Was crasht denn da runter, Alter? Okay. Zügeln. Das ist ein kleiner Fuchs, Mann. Okay.
Gehst du zu mir? Kann ich eigentlich? Was ist das? Bei Feuerstein, Riesen. Donnerblume. Das ist eine Donnerblume deswegen, weil sie donnert, aber nein. Sorgt einfach nur für eine fette Explosion. Boxschild, das ist also zum Prügel. Ja, das hat ziemlich gut geflogen. Oh, das ist ein richtiger Riese. Den glaube ich bin ich noch nicht so ready. Lass in die Richtung vom Schrein gehen, dort machen wir dann eine Pause. Ich überlege gerade, was am besten ist, dass wir da die Viecher ausschalten. Was auch immer. Also eigentlich habe ich ihnen jetzt diese Bienenstamme hingeschossen. Warum reagiert denn er drauf? Schaut euch das Feuer an, steht ein Auftrieb, Mann. Interessant. Was ist der Honig? Jetzt nicht austauschen. Ja, das ist ein brennender Felsbrockhammer. Apfel. Geile Scheiße. Ich habe hier eh irgendwo eine Axt, da ist die Steinaxt. Hacken wir mal den Baum. Dann haben wir genügend Äpfel. Okay.
Ist da oben gerade ausgehört, jetzt wird da jemand runterfallen. So, Freunde, aber hier hören wir auf. Ich speichere jetzt mal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Servus.